So, da sind wir wieder. Bei Luigi's Mansion, ja. Ich bin dann Nico von der Nikeverse, nicht der Nike. Mhm. Und wir haben im letzten Part Bereich 1 abgeschlossen, Bereich 2 geöffnet. Und haben jetzt den Zugang zu dieser Tür da unten. Warte mal. Ach so. Ah. So, zu der Tür hier haben wir Zugang. Und da gehen wir jetzt hin. Verdammt. So, und da ist die ganze Zeit so ein Klavier. Hallo. Oh. Oh Gott. Ja, das... Ja, weg mit dir, Mann. Das hätte ich sehen müssen. Okay, da ist ein Hund. Hallo. Shy Guys. Den müssen wir Maske absaugen. Und dann passt's. So, dass ich in den ersten Part so ruhig und zurückhaltend war, lag einfach... es hatte einen Grund, ich bin jetzt besser drauf. Und, jetzt kommt ihr mal her. So, wo ist Kollege? Tja. Was? Nein! Ja, komm her! Ja. Und ihr auch noch? Als ob der mich erwischt hat. Meine Kohle, Mann. Jetzt kommst du her. Down. Und es erscheint. Und so ein Pärchen. Ich Luigi. Alter. Egal, sie sind sichtbar. Sag auf. Das ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Das könnt ihr mir glauben. Die rotteln ganz schön. So, aber wir haben den nächsten Schlüssel. Das ist wichtig. Je. Yeah. Und der passt in die Tür nebenan. Alles klar. Hallo? Hallo? Ja. Komm her, Mann. Oh mein Gott. Was du? Nein. Alter, das ist jetzt schon der zweite Geldgeist, den ich verpasst habe. Es gibt mehrere Geldgeister, die blau sind. Und jetzt habe ich zwei. Heilige Scheiße. Okay, Kohle wird hier nicht drauf sein. So. Und wenn man genauer hinsieht, sieht man hier Zahnräder an der Wand. Das kann es noch nicht gewesen sein. Und wer von euch schon in den Spiegel geschaut hat, sieht auch, das war's noch nicht. Denn hier ist ein Button, auf dem Don't Push steht. Aber Luigi kennt das nicht. Hm? Und ein Plakat, auf dem Danger steht. Nice. Weg damit.
keinen Knopf. Wollen wir den drücken? Jetzt alle gemeinsam. Schön die Arschbacken zusammenkneifen und dann geht das. Los geht's. Hm. Hallo? Oh mein Gott! Wer da? Wir wachsen uns im Schlaf zu stören. Oh, es ist Luigi. Guck mal, Leute, Luigi ist auch schon da. Der verpasst was? Nur ein bisschen heftiger vielleicht. Oh mein Gott, das ist König Buu. Alle Deckung. Also, die sind nicht wegen König Buu in Deckung gegangen, sondern wegen dem Schreckweg. Aber da war König Buu. Was willst du, Mann? Luigi, bist du in Ordnung? Das waren sie. Ich meine, das waren die Geister, die alle aus meinen Gemälden befreit haben. Das personifizierte Böse. Die ganze Zeit habe ich mich gefragt, wo König Buu und Konsorten abgeblieben sind. Sie haben sich also kreuz und quer in der Villa verteilt. Na prima, dass du sie hast sausen lassen, Luigi. Schön und gut, dass du sie gefunden hast, aber vielleicht wäre es besser gewesen, du hättest nicht alle einfach so entwischen lassen. Ist nur so eine Idee. Was soll's, schwamm drüber. Du solltest jetzt auf jeden Fall beim Labor vorbeischauen. Alles klar. Luigi, ich habe auf dich gewartet. Achso, nee, ich habe auf dich gewartet. Junger Luigi. Dein Bruder scheint der Buu-Gang in die Hände gefallen zu sein. Armer Kerl. So beruhige dich doch. Sie werden ihn schon nicht auffressen. Fragt sich nur, was aus ihm geworden ist, oder? Eigenartig, dass er nicht wieder zurückgekehrt ist. Eine weit verbreitete Annahme besagt, dass Buhus an Stärke gewinnen, wenn sie zu mehreren unterwegs sind. Scheinbar können sie auch ihre Kräfte bündeln. Diese Kräfte müssen deinem Bruder zum Verhängnis geworden sein. Wenn dir wirklich etwas daran liegt, Mario zu befreien, gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Du musst jeden einzelnen Buu fangen und so die Kraft der gesamten Gruppierung schwächen. Ihr Name deutet ja bereits an, dass Buhus sich gerne verstecken, um herauszuspringen, um Leute zu erschrecken. Du wirst dich ganz schön ins Zeug legen müssen, um sie aufzuspüren. Doch keine Sorge, du bist nicht völlig allein auf dich gestellt. Der Game Boy Horror, den ich dir gab, verfügt über eine geheime Funktion. Ich wusste, dass sie eines Tages gebrauchen könnten, deswegen habe ich sie unter höchster Geheimhaltung entwickelt. Die Rede ist vom einzigartigen Buu-Radar. Der Buu-Radar belegt rot, wenn sich ein Buu in unmittelbarer Nähe versteckt. Mit seiner Hilfe kannst du alles absuchen, Luigi. So. Soweit so gut, Kumpel. Doch eines nach dem anderen. Behalte immer einen kühlen Kopf und kümmere dich schön der Reihe nach um jeden einzelnen Buu. Es läuft wie geschmiert, wenn man das Zusammenspiel von Control-Stick und C-Stick beherrscht. Das solltest du nie vergessen. Wo soll's hingehen, Luigi? Zum Villa. Ist klar. So, und das bedeutet, hier in blau heißt, es ist kein Buu im Raum. Sobald er gelb blinkt, ist ein Buu im Raum. Und wenn er rot blinkt, dann ist er in der Nähe. Und ja, es gibt jetzt in jedem Raum in der Villa einen Buu. Es gibt 50 insgesamt und ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier im Bereich 1 an. Suchen wir mal. Es gibt auch in jedem Raum immer einen Fake-Buu, also eine Attrappe. Da. So. Hallo! Rambu! Dann komm mal her, du. Da gibt's denn sowas? Du hast bereits deinen ersten Buu gefangen. Ich habe diese Fieslinge untersucht. Nun, die Buus scheinen Licht nicht gerade zu mögen. Also, so viel ist sicher. Sie setzen alles daran, sich in Einrichtungsgegenständen zu verstecken, wenn sie einen hellen Raum feststecken. Folgerichtig muss man nur alle Lichter in der Villa einschalten, um schnellstmöglich alle Buus zu finden. Was hältst du davon, Kleiner? Okay, ja. Alles klar, her damit. Jedes Mal, wenn wir einen Buu fangen, können wir auch speichern. Und, hab ich hier... Ja, Mario, hab ich hier schon alles untersucht, ja, ne? Gut. So, dann machen wir mal weiter. Ja, Buhus, in dunklen Räumen sind Buhus nicht jagbar, das klappt einfach nicht, aber in hellen Räumen sind sie am Arsch. Wo bist du? Ja. Ups, das ist Ups und den fangen wir jetzt. Allerdings, ja... Allerdings können Buus auch flüchten. Aber das ist jetzt am Anfang noch einfach. Yeah. Alter. Ja, der wird jetzt aber allerdings immer wieder das gleiche erzählen. Oder zumindest immer sagen, wie toll ich bin, nachdem ich einen Buu gefangen habe. Deswegen überspringe ich das. So. Okay, hier ist direkt einer.
Game Boy Advance. Komm her. Ja, ihr merkt schon, das sind alles Anspielungen auf irgendwelche Sachen in Real Life. So, hier draußen beim Toadie ist keiner, ne? Jawohl. Das heißt, wir können jetzt zu Ramon und Rolanda. Ramon. Ich weiß ja nicht, wie er das betont. So, hier entlang. Mario! Mario, wo bist du nur? Mario! Warum habe ich eigentlich 98 Leben? Das ist irgendwie komisch. So, wo befindet er sich hier? Nein, 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 ich will nicht die Käse auf der Anziehungskraft der Dunkelheit nochmal lesen. Hier beim Feuer? Oder da oben? Aha! Oh nein, der Fake. Ja, das ist entweder so eine Bombe oder ein Ball. Wir haben jetzt leider den Bombenfake. Oh, Kohle. Oh, er hat sich wieder ver... Ja, jetzt ist er hier. Okay. Tabu, mein Name ist für dich Tabu. Das finde ich sehr schön. Alter. Boah, Gott sei Dank habe ich dir noch bekommen. Fantastisch, Luigi. Du bist einfach geil. Mario. Mario. Wo bist du? So, als nächstes zu Rolanda. Meine Nase ist übrigens zu, ihr merkt das bestimmt. Alles klar, Bulette, dann komm mal her. So, die sind jetzt am Anfang noch relativ easy, die werden aber noch schwer. Unglaublich, niemand kann sich aufhalten. Alles klar. Du hast bereits 5 Bubus gefangen. Du scheinst ein echtes Gespür für diese Biester zu haben. Ich verstehe ja, dass du dir Sorgen um deinen Bruder machst, Kleiner, aber du hast doch alle Zeit der Welt. Also mach dir mal nicht ins Hemd. Ach ja, übrigens, musst du eigentlich nie auf die Toilette? Das erleichtert manchmal ungemein. Ja, und das ist der Tipp, wo es als nächstes weitergeht, ja. Die Toilette, die befindet sich nämlich direkt... Warte. Die befindet sich da ganz oben links, direkt neben dem Bad, was wir schon hatten. Die Tür ist jetzt auf, ja. Und dann gehen wir auch gleich hin, sobald wir uns hier um die restlichen Bubus gekümmert haben. Ja. Das habe ich jetzt nicht. Ach, das Bild da. Nein. Wieder nur Fake. Stuhl. Aha. Turbo. Komm her, Mann. Nein. Nicht flüchten. Flüchten gilt nicht. Alles klar. Dann hätten wir hier alles gesäubert und können in die beiden Räume gehen, wo wir gerade noch waren. Ich glaube, in diesem Duschzimmer, in dem Badezimmer, da ist keine, ist kein Bubu. Ich gehe gleich vorsichtig mal gucken, aber ich glaube nicht. So, aber hier befinden sich natürlich auch welche. Ach, jetzt hat er gerade seine Position gewechselt. Hier. Zack. Ulala. Oh, fuck. Wenn der hier flüchtet, ist es sehr ärgerlich. Rein! Was für ein Arschgesicht. Der hat auch ein geiles Schimpfwort, der hat auch ein geiles Schimpfwort drauf, der Professor Igitt, ja, Himmelherr Götter die Berge. Ist auf jeden Fall nice. So, und der andere Buhu befindet sich, hat seinen Platz getauscht. Na bitte. Game Boo! Ja, den Game Boo Advance hatten wir schon, aber den normalen Game Boo den noch nicht. Und so haben wir den jetzt auch erwischt. So, dann können wir jetzt. Also Bubu ist doch noch nur ein Räum auf, wo hell, wo es schon hell ist, ne? Ist klar. Und jetzt haben wir erstmal alle. Wir
Wir machen mal weiter. Was ist das denn? Oh my gosh, who are you? Selbst die schöne Melodie bringt mich nicht weiter. Was muss ich nur tun, um ihr Herz zu gewinnen? Natürlich, Leidenschaft, darum geht es. Ich zeige ihr mein brennendes Verlangen, das ich empfinde. Meine lodernde Leidenschaft wird sie verzehren. Okay. Ja, ich kann ja so viel sagen, dem Typen können wir bisher noch nicht helfen. So, ein Büro befindet sich hier nicht. Gut. Dann gehen wir aufs Klo. Hallo. Oh, ein Toddy. Ich habe was wirklich Wichtiges ins Klo fallen lassen. Es war keine Absicht. Ja, klar, mache ich. Super, du kümmerst dich drum. Schließlich bist du ja auch Klempner, ne? Wenn du das in die Hand nimmst, brauche ich mir keine Sorgen machen, ne? Super. Jetzt öffnen wir die Toilette und dann kommt... Ah, Fake, es war nur mein Kackhaufen. Ja, dann gucken wir mal, was sich da drin befindet. Kann ich abziehen? Nee, schade. Aber da ist ein Schlüssel drin. Alright. Und der öffnet die Tür dort unten. So, danke schön, Toddy, für den Schlüssel. Hier ist auch kein Büro. Dann können wir weitermachen. Also ich gucke natürlich immer wieder, ob wir noch Zeit haben. Ja, klar. Warum nicht? Hallo? Eine Kristallkugel? Hier! Oh mein Gott, was passiert hier? Hallo? Um was ersuchst du mich? Wer bist du? Ich bin Madame Lecaro. Verloren gegangene Gegenstände ermöglichen mir den Blick in die Zukunft. Besitztümer anderer Personen inspirieren meinen Geist. Wenn du verloren gegangene Gegenstände findest, solltest du sie zu mir bringen. Dann wirst du Zeuge meiner weitreichenden Gabe. Alles klar. Okay. Ich glaube, sag mir, die Zukunft bringt nichts, oder? Ah, nein. Ich nehme keinerlei spirituelle Vibration wahr. Alles klar, wir brauchen verloren gegangene Gegenstände. Oh mein Gott, ein Goldbarren. Nice. Oh ja. Seht ihr, umschauen lohnt sich. Kohle. So, dann hätten wir das. Und im nächsten Part schauen wir uns an, was sich in diesem Raum dort befindet. Seid gespannt auf Luigi's Mansion. Bis dann. Ciao, ciao.